Moin zusammen, weiter geht's mit Bortels. Wir sind im Sägewerk von, was ist denn das hier, Vertruse oder so? Und stellen die flüchtigen Banditen zur Rede. Sofern das, zur Rede gestellt haben wir sie ja schon. Sofern das Spiel fertig geladen hat, müssen wir sie noch einfangen, so viele wie möglich. Oh hier, Ganove, Ganove. Da ist ein Wilderer. Das sind noch nicht alle. Wo ist der Rest von meinem Trupp? Hier oben. Ja, genau. Also, da kann Demenzia zwischen. Dann ist direkt Ruhe. Ich habe aber gar keine Punkte gerade, ne? 1, 2, 3, 4. Jo, hier haben wir 4. So, Holinon, warte mal, da stellen wir Nigen in die Mitte. Kati kommt damit runter. Nein, das war ein Fehler. Demenzia hier vorne, ne? Jaha, sehr schick. Allerdings haben wir hier zwei Bogenschützen, ne? Das wäre besser, die. Ja, noch zwei Bogenschützen. Wäre echt besser, die Bärchen hochzuschicken. Zwei kriegen wir darüber. Dann wären noch drei übrig, ne? Eins, zwei, drei. Ja, nee. Oder aber, ich meine, hier ein Bärchi. Da ist ein Bärchi. Dann haben wir hier Viva irgendwo, ne? Wo war die denn jetzt? Da. So. Arcad. So, wer ist denn als erstes? Der da oben direkt, ne? Und dann da unten einer. Natürlich ganz schlecht, weil man war hier ein Bogenschütze auf dem Eck. Nein, ne? Gut. Dann gehst du mal dort mit hoch? Obwohl, ne. 1, 2, 3 Bogenschützen, ne? Da sind 2 Bogenschützen. Bewegung 14, 16. Gut, du tauscht einmal. Mich ran. Okay, jetzt habe ich's. Da ins Eck, da kann er nicht weggepustet werden. So viele wie möglich gefangen nehmen. Na dann, versuchen wir mal unser Glück. Wilderer hier oben, ne? Klasse. Liegen da überhaupt raus? Nicht so wirklich. Ja, Friendly Fire. Schade, kommt gar nicht ran. Und da ist einer und da ist Übeltäter. Der würde tatsächlich an den Teddy gleich rankommen. Gut. Laufen wir mal oben hoch. Egal, macht nichts. Ganove, mal gucken, wie weit kommt der hier. Bis dort, ne? Es sei denn, guck mal, wir gehen jetzt mal in den Angriff über, oder auch nicht. Es ist echt blöd, wenn man so gar keine Punkte hat, ne? Komm, ab nach vorne. 3 Meter Reichweite. Sehr gut. Schade,
Schade auch. Und? Friendly Fire? Okay, der Übeltäter da unten. Und dann ist da oben schon wieder ein Bilderer im Zug, ne? Stärke 58. Pass mal auf. Mit Demenz hat sich hier, glaube ich, erledigt. Das macht Negan. Was? Nur zwei? Okay, alle weg, ne? Alter. Bilderanzug, Ganova-Anzug. Der hier hat einen Umschlag wahrscheinlich, so wie es aussieht, ne? Sehr cool. Könnte tatsächlich verhaftet werden dann. Und Friendly Fire. Schade auch. Eigentlich keinen Bock, dass der da oben und Umschlag macht. Ja, Demenzia, ne? Parkhardt. Verhaften geht nix. Hast du noch ein Messer? Ganz knapp. Ach, hatte der einen Stern oder nicht? Ich habe da schon wieder nicht aufgepasst. Na, kann ich gefangen genommen werden, tatsächlich. Ach Mann, ich bin so blöd, ey. Okay, Verbrecher hier unten, ne? Mausi. So, wenn du jetzt da hinten gehst, dann sticht sie den wahrscheinlich gleich ab. Locke Bauch. Diesmal nicht von Rolinon. Okay, Durchschuss lohnt sich nicht wirklich, ne? Ändern. Nasenschuss. Dieses Donnern grollen im Hintergrund, ne? Richtig mega, ey. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Den müsstest du verhaftet kriegen, genau.
Sehr fein. Willenskraft. Ein Scheiß, Junge. Der ist auch noch gleich dran da oben. Das verhindern wir. So. Das wäre, glaube ich, keine ganz so schlechte Idee. Aber du killst den wahrscheinlich hier oben, ne? Viva Irema, ja. So. Provozieren. Im Kampf. Neue Runde beginnt. Oh Mist, der ist gleich als nächster dran. Und den kriege ich auch nicht verhaftet hier. Achso, alles Käse langsam, oder? Übeltäter da oben. Sehr fein. Scheiße. Oh, ah. Täter, ne? Ja, der ist gleich dran, okay. Versuchen wir den jetzt hier mal zu... Ach, der hat auch diesen... Nein. Bitte. Ja. Den hier mal verhaften. Glück gehabt, Junge. Die haben ja alle nur Sterne, ne? Worauf warte ich eigentlich? Nicht mehr an den Bogenschützen hier hinten ran. Bin ein bisschen unkonzentriert heute. Oh Mann. Richtig blöd, Junge. So, der kann eigentlich im Prinzip weg. Den hier kannst du mal schnappen. Das ist Tietje. Geht nicht zu verhaften. Blöd. Ja, wie gesagt, ich bin heute irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. So. Ob du den verhaftet kriegst? Yes. Krieg schon die Fessel umgelegt und krieg dann noch einer mit dem Schild geklatscht, ey. Polizeigewalt hier. Hm. Ja. Weg. Nee, das machen wir mit dem Bären. Mann, die hauen echt rein, die Schweine.
Ja, lauf mal vorbei. Boah, echt jetzt? Lass doch mal alles Splinter in Ruhe hier. Was soll denn die Schiete? Hier ist hinten tatsächlich auch noch dran, ne? Und der hier oben kommt gleich auch noch runtergerannt und trifft hier noch einmal irgendwie alles, ne? Ist echt schlecht gerade. So, Ratti weg. Und auch weg. Abstand, ganz weit. Mal gucken. Ja, rennt jetzt da lang und auf. Okay. Dacht schon auf Irema. Okay, lauf bloß nicht in die Falle, Mädchen. Ey, dann ist richtig Holland in Not. Okay, nächste Runde können wir den noch verhaften, aber der muss auf jeden Fall weg da oben. Todgewalt. Ach stimmt, den Bär habe ich auch noch da ganz hinten, ne? Hab ich auch völlig vergessen. Übeltäter am Zug. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Mit Harkat am besten irgendwas schmeißen, ne? Ach, scheiß drauf. Oder aber, genau. Harkat verhaftet den hier und schmeißt dann dem anderen Wurfmesser an den Rücken. Dann ist der noch mal ein bisschen abgeschwächt. Und der ist zu weit weg. Könnte sein, dass der noch lebt. Sehr gut. Ja, auch nicht verhaftet. Nee, geht nicht. Gut, weg. Ziel kommt da gar nicht ran. So, scheiß auf die Flagge. Auf die Falle. Ach, Desaster. Ja, schon ein bisschen müde heute. Yay, das war Witze. Nein, war es nicht. So, alles heilen, alles repariert. Und schon ist hier kein Holzdiebstahl mehr. Ja, ich würde sagen, wir rasten hier auch direkt, ne? So, Terus an den Pranger, an den Pranger, an den Pranger. Und da oben haben wir tatsächlich nur einen. Und der da mal ran, ohne abzuhauen. Fluchtfähigkeit 30%. So, Tritt, kannst du mal Würfel spielen mit dem. Dann haben wir noch ein Bärchen, der aufpasst. 0%. 10%. Okay, ja, alles in Ordnung. Vulkanische Genüsse, Apfelpfannkuchen und Aalsuppe.
Kohlbarsch. Noch mal ein bisschen weniger davon. Mal gucken, was könnte ich denn? Bier bräuchte ich da dreimal. Ein Apfelpfannkuchen. Honig fehlt, Bohnen fehlen, Krokopokus fehlt. Hatten einen Topf. Müsste ich Ende der Runde machen können. Habe ich das richtig gesehen mit... Nee, ich dachte gerade mit dreimal... mit achtmal Kohl, dachte ich gerade, kostet das. So, Kohlbarsch. Hier marinierte Wolfsrippchen. Schmorhähnchen. Aalsuppe. Obwohl, da haben wir keinen Kohl mehr. Hammeleintopf tatsächlich. Okay, Blaubeertee. Alle außer einen und die eine geht nächste Runde dann an den Block. Hier, du könntest noch Fleisch trockengestellt, ne? Gott, das wird alles produziert. Klasse. Oh, warte mal, hier. Nächste Runde. Schatz der Ahnen. Geil. Freue mich schon richtig drauf. Hoffe mal, das wird ein gutes Schwert oder so. So, Wolfsrippchen. Ja, hier. 10-mal Schmorhähnchen, warum nicht? Da. Loberty. Zufriedenheit des Trupps erhöhen. Davon könnte noch einer drauf. Bisschen Schmorhähnchen weniger. Und noch ein bisschen Pilze nach. Okay, klasse. Rasten. Was ist das? Horus Partisane. Lässt sich unmöglich sagen, woraus der Stab dieser Partisane gemacht ist. Doch nach einigen Schlachten wisst ihr eines sicher. Er ist unzerstörbar. Horus Schlag. Wird Zeichen von Nase auf das Ziel gewirkt, wird der Status verbraucht. Andernfalls wird Zeichen von Horum gewirkt. Und wenn dieser Status wirkt, führt der Angriff einen Gelegenheitsangriff aus. Wenn dieser Status wirkt, der Tapferkeitspunkte. Ach, wie cool. Das kann man zusammen mit dem Bogen kombinieren. Dementia. Splinter hat zweimal Käse bei Dementia gefunden. Die Handelsgüter, die wir transportieren, machen uns zum perfekten Ziel für Banditen. Die Händler bezahlen die Bruderschaft nicht umsonst, sie zu eskortieren. Profitieren. Die nächsten Kroneneinkünfte sind 10% erhöht. Schlag eine Gefahrenzulage auf den Preis der Ware. Beeilt, drängt eure Gefährten zur Eile. Bewegungsgeschwindigkeit in der Welt. Zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Setzt mehr Kräfte ein. Beeilen. Nächsten Kroneneinkünfte sind erhöht. Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir das einfach mal. Fragmente in kostbaren Gegenstand. Okay, so jetzt müssen wir mal gucken. Stärke 33, Stärke 33. Stufe 9. Horus Partisane, ja, das ist tatsächlich eher was für sie, oder? Dieses, Zeichen von Nasis. Das mit zweiten Angriff dann auf selbe Ziel? Zeichen von Horum oder Zeichen von Nasis? Wenn dieser Statuseffekt verbraucht wird, führt der Angreifer einen Gelegenheitsangriff aus. Bin ich mal gespannt. Vielleicht schießt er dann erst in der einen Runde und in der nächsten Runde dann noch zweimal drauf oder so. Ich weiß es nicht.
Gott, was gibt's hier Schickes? Stahlbogen, Stahlstilett, Stahlspieß. Ja, guck mal, das können wir eigentlich mal mitnehmen. Rüstungsverstärkung der Ratte könnte man nochmal herstellen für mehr Boni. Und wo wir schon mal hier unten sind, bitte um Hilfe. Brüder auf Mission, beschützt eine gewisse Sankabel, die mir gegen die Bruderschaft kämpft, die ihre Schulden eintreiben will. Na, lass mich durch, ich häng hier fest. We're looking for a woman named Sanka Bell. She owes our client a large sum of money. I hope for her sake she has enough to pay up. She's in so deep she'll be sold off as a slave. Was gibt's Belohnung? Stilett? Nee, überzeugen mache ich mal tatsächlich. You saw her in Tiltren? Why? That's not what we were told. Thank the eye we bumped into you. Ach stimmt, Sanka Bell. Ah, das war hier die eine. Stimmt, die sitzt da tatsächlich in der Kneipe, ne? So, der Vollständigkeit halber erkunden wir hier unten auch nochmal. So, da ist nichts weiter. Da sind diese komischen Wurzeln, für die wir später ein Heilmittel bekommen. Ja, ich würde sagen, wir gucken hier oben einfach nochmal hoch. In die Richtung. Nach Harak, ne? So, pass mal auf, wir haben auch die Kohle über. Ich bezahle mal auch der Vollständigkeit halber hier den Grenzübergang. The toll applies to all kingdoms. Warte mal, wir haben ja einen Passierschein, ne? Obwohl, komm, machen wir mit Münzen, sammeln wir Passierscheine. The toll applies to all kingdoms. Everything is in order. Okay, ihr könnt passieren. So, wie sieht's jetzt aus? I beg of you, let me pray in peace. Okay, schade. Ich dachte, da hätten sie die Quest vielleicht überarbeitet. I was told to go to the Vitrusian tree. She should be able to help. Ja, wir können die leider nicht eskortieren darüber, ne? Schade, schade. Ja, gut. Und hier hatten wir ja komplett alles, ne? Geht's da runter an die Küste? Nein, da ist Schluss. Da sind ein paar Bärchis. Warte mal, was sagt denn die Uhr? Ja, komm. Machen wir die noch? Oder? Nee, die machen wir in der nächsten Runde. Viel Spaß weiterhin, bis gleich. Und ciao.